Mein Name ist Marcel Schormanns, ich bin 19 Jahre alt und ich mache eine zivile Berufsausbildung zum IT-Systemelektroniker in der taktischen Luftwaffengruppe Richthofen. Was meine Ausbildung so besonders macht, ist halt, dass ich zivil bei der Bundeswehr bin, aber ich mache ein Praktikum am Eurofighter und es macht einfach richtig Spaß. Weil letztendlich in Bereiche zu gehen, wo man normalerweise dann nicht rein darf, ist doch schon, sag ich mal, recht einzigartig und das sollte man auf jeden Fall dann mitnehmen. Moin. Moin. Hallo. Hi. Einmal die Festplatte, wie besprochen. Da bräuchten wir dann jetzt die aktuelle Software für den Eurofighter. Das Luftfahrzeug Eurofighter ist ja nichts anderes als ein riesiger fliegender Computer. Und das, was ich in meiner Ausbildung lerne, sind ja im Prinzip die Grundlagen dafür, was auch im Eurofighter an Technik eingesetzt wird. Und das ist doch ganz schön spannend. Das ist definitiv ein Traum von mir, später mit der Technik Eurofighter arbeiten zu dürfen und das vielleicht auch sogar als Soldat. Der Vorteil gegenüber der freien Wirtschaft ist zum einen, dass wir hier sehr gut ausgestattet sind an der Ausbildungswerkstatt und zum anderen sehr gut ausgebildete Ausbilder haben, die uns bei Franken immer zur Seite stehen. Wir haben hier auch viele praktische Projekte, die wir umsetzen. Als Beispiel, dass unsere ganzen Ausbildungsräume komplett selbst verkabelt worden sind und dementsprechend auch Switche und Server konfiguriert und installiert worden sind. Das selbstständige Arbeiten gehört hier eigentlich größtenteils dazu. Von Elektroinstallation über Netzwerkinstallation hin zu Hard- und Software, die man konfigurieren muss, und es macht einfach richtig Spaß. Das Tolle am IT-Systemelektroniker bei der Bundeswehr ist halt, man muss immer auf dem Laufenden sein, weil die Technik macht halt auch immer wieder einen Fortschritt. Und jeder, der absolut technikbegeistert ist und einfach liebt, mit Computern umzugehen, kann ich diesen Beruf nur wärmstens empfehlen. Ich könnte mir keinen anderen Beruf als den IT-Systemelektroniker vorstellen.